Herr Professor Rodi, Herr Professor Fasching, das AGU-Meeting 2022 mit den neuen Leitlinien ist zu Ende gegangen und Sie haben das Kapitel übernommen gehabt über adjuvante, also beim frühen Brustkrebs, zytostatische und zielgerichtete Therapien. Achim, was sind denn zytostatische bzw. zielgerichtete Therapien? Wenn wir uns über adjuvante zytostatische Therapien unterhalten, dann haben wir die klassische Chemotherapie immer vor Augen. Die ist sicherlich nach wie vor Grundpfeiler für alle adjuvanten zytostatischen Therapien. Aber wir haben natürlich in den vergangenen Jahren gelernt, die Tumore besser zu beschreiben und dass es zunehmend jetzt auch zielgerichtete Möglichkeiten gibt, die häufig, nicht immer, aber häufig in Kombination mit einer zytostatischen Therapie eingesetzt werden und damit die Effektivität einer adjuvanten Chemotherapie deutlich erhöhen. Das ist die Grundlage für viele, viele Therapien, unabhängig auch von den verschiedenen Subtypen. Wenn eine Indikation zu einer zytostatischen Therapie gestellt wird, dann ist das in aller Regel die Frage, ob sie vor oder nach einer Operation durchzuführen ist. Die Therapie vor der Operation durchzuführen ist dann die klassische neoadjuvante Therapie. Und wenn sie nach der Operation durchgeführt wird, dann sprechen wir von einer adjuvanten Therapie. Und hier ist ganz klar der Grundpfeiler, und das haben wir auch in den Leitlinien nicht geändert, die anthracyclin-taxanhaltige Therapie. Das sind die beiden wesentlichen Substanzen, die hier eingesetzt werden. Und wir haben die Möglichkeit, zum einen das in einem konventionellen Schema durchzuführen, also die Dosierung in dreiwöchigen Abständen zu applizieren, die berechnete Dosierung, oder in einem dosisintensivierten und intervallverkürzten Schema, sodass wir dann aber Wachstumsfaktoren zu Hilfe nehmen müssen, weil ansonsten die Toxizität zu hoch wäre. Aber diese dosisintensivierte Chemotherapie ist, und das haben Meta-Analysen, also eine Zusammenfassung und Bewertung aller zur Verfügung stehenden Studien gezeigt, die effektivste Möglichkeit, hier zytostatisch zu therapieren. Peter, würde man denn das bei allen Patientinnen machen dann? Oder was sind die Patienten, die das eher intensiviert bekommen oder nach dem normalen Schema? Ja, eine intensivierte oder eine dosisdichtere Therapie macht natürlich immer dann Sinn, wenn ein etwas höheres Rückfallrisiko vorliegt. Bei jungen Patientinnen, bei Patientinnen mit einem großen Tumor, bei Patientinnen mit vielen befallenen Lymphknoten, bei einer Tumorbiologie, die ein erhöhtes Rückfallrisiko mit sich bringt, das sind in der Regel die Situationen, bei denen eine höhere Dosisdichte Sinn macht. Passiert es denn dann auch, dass die Patientinnen unter Umständen ins Krankenhaus müssen deswegen unter der Therapie? Natürlich haben wir mit einer höheren Dosisdichte auch eine höhere Belastung, was die Chemotherapie angeht. Aber es gibt natürlich eine sehr, sehr große Erfahrung damit, wie diese Therapien zu managen sind. In der Regel führt eine dosisdichte Therapie nicht zu einer Art von Nebenwirkungen oder zu so viel häufigeren Nebenwirkungen, dass man hier mit einer höheren Belastung zu tun hat. Im Gegenteil, die Therapien sind teilweise natürlich schneller vorbei. Die Therapien werden in einer kürzeren Zeit abgeleistet, sodass hier dann auch über die Zeit hinweg eine etwas kürzere Belastung insgesamt vorliegt. Also ich denke, die beiden Ansätze halten sich die Waage, was das Therapiemanagement angeht und was die Belastung für die Patientinnen angeht. Wenn wir jetzt, Achim, wenn wir jetzt über zielgerichtete Therapien in dem Zusammenhang sprechen, was sind überhaupt, welche Therapien gibt es da und werden die dann gleichzeitig zur Chemotherapie dazugegeben? Wir haben verschiedene Möglichkeiten, zielgerichtet zu behandeln und das hängt wiederum vom molekularen Subtyp ab. Das klassische Beispiel ist das HER2-positive Mammakarzinom, wo wir Anti-HER2-Antikörper einsetzen. Das kennen die meisten. Das ist das Trastuzumab und das Pertuzumab.
dass entweder, wo das Trastuzumab bei niedrigem Risiko alleine gegeben wird oder bei höherem Risiko in Kombination mit dem Pertuzumab, die duale Blockade, wie wir dazu sagen. Wir haben in der neoadjuvanten Situation beim triple-negativen Mammakarzinom die Möglichkeit, jetzt neue Checkpoint-Inhibitoren mit hinzuzunehmen. Die werden in Kombination mit der Chemotherapie gegeben und werden dann nach der neoadjuvanten Phase, also nach der Operation, dann auch quasi als adjuvante Therapie weitergegeben. Und wir haben die Situation, dass wir Hochrisikosituationen haben, also Patientinnen, die zum Beispiel auf eine neoadjuvante Therapie nicht so gut angesprochen haben, also wo bei der Operation noch Tumorreste gefunden wurde. Da haben wir zum Beispiel bei den Patienten, die BRCA1 oder 2 positiv sind, die Möglichkeit, PARP-Inhibitoren zu geben. Oder wir haben die Möglichkeit auch bei hormonrezeptorpositiven Patientinnen, die entweder viele Lymphknoten befallen haben oder auch ungünstige Zusatzkriterien haben, CDK4/6-Inhibitoren zu geben, beziehungsweise das Abemaciclib. Da gibt es letztendlich eine Studie, die für diese Situation positiv war. Peter, wenn eine Patientin eine komplette pathologische Komplettremission hat, also kein Tumor mehr, bei der Operation gefunden wurde nach neoadjuvanter Therapie, braucht die dann überhaupt noch bis zu einem Jahr weiter irgendeine weitere Therapie oder ist es damit vorbei und alles ist gut? Also die Frage stellt sich ja zurzeit nur für das Pembrolizumab, weil die Studie so designt gewesen ist, dass die Patientinnen eine Therapie vor und nach der Operation bekommen hatten, unabhängig davon, ob die neoadjuvante Therapie zu einem kompletten Verschwinden des Tumors geführt hat. Wir wissen, dass Patienten, wo der Tumor komplett verschwindet, dass hier eine exzellente Prognose besteht, ungeachtet dessen, was nach der Operation passiert. Wir wissen aber vom Pembrolizumab, dass auch in dem Bereich, wo die Patientinnen sich prognostisch befinden, das Pembrolizumab nochmal eine leichte Verbesserung mit sich gebracht hat. Inwieweit das die Nebenwirkungen rechtfertigt, die auch mit der Medikation verbunden sind, das ist natürlich die Gretchenfrage. Das ist das, was zurzeit auch diskutiert wird. Aber die Studie ist genauso designt gewesen, wie sie designt gewesen ist. Wir sehen die prognostischen Effekte dann, wenn die Therapie so durchgeführt wird, wie sie in der Studie geplant gewesen ist. Deswegen ist das Therapieschema zurzeit neoadjuvante Therapie und dann Weiterführung der Therapie unabhängig von der Komplettremission zum Zeitpunkt der Operation. Und genauso könnte man ja auch umgekehrt sagen, wenn der Tumor nicht verschwindet, würde man dann die Therapie ändern wollen? Nein, auch das nicht, weil hier nachgewiesen worden ist, dass die Patientinnen eine deutliche Verbesserung der Prognose haben, auch wenn der Tumor nicht komplett verschwindet. Auch hier können wir die Frage aber nicht beantworten. Kommt es durch den Therapieeffekt vor der Operation zustande oder ist die Therapie nach der Operation adjuvant dann noch notwendig? Deswegen Therapie einfach weiterführen wie in der Studie und eventuell in Zukunft die Studien leicht anders vielleicht durchführen, dass auch diese Frage, die du gerade gestellt hast, liebe Renate, die uns auch sehr beschäftigt, gut beantwortet werden könnte. Gut, jetzt noch eine Frage zu dem Pembrolizumab. Das ist ja momentan noch nicht zugelassen für die Situation. Wir warten auf die Zulassung. Das heißt, es muss sehr oft beantragt werden, dass eine Kostenübernahme stattfindet. Dadurch verschiebt sich ja oft, dass die Patientin von Anfang an noch gar nicht das Pembrolizumab zur Chemotherapie dazu bekommt. Verlängert man dann hinten raus um diese Zeit die Therapie? Ich weiß, dass die Daten es nicht hergeben, aber was würde da, würdet ihr oder würdest du? Also die Antworten, die wir bekommen haben, gingen glücklicherweise immer relativ schnell. Deswegen waren wir jetzt nicht in einer Situation, wo sich die Therapie deutlich verzögert hätte. Aber wenn das mal eintreten würde, würde ich es davon abhängig machen, ob man es dann kurz vor der Operation genehmigt bekommt oder nicht. Aber bislang hatten wir diesen Fall noch nicht. Aber wenn es jetzt 2-3 Zyklen sind, würde ich nicht nach hinten raus verlängern. Wir haben natürlich auch die Situation nicht nur beim Triple-Negativen, sondern unter Umständen auch beim HER2-positiven Brustkrebs, wo ja häufig die Doppelblockade vor der Operation gegeben wird. Und dann
Deshalb nochmal zurück zu meiner Frage, auch bei einer Komplettremission, wenn der Tumor verschwunden ist, gebe ich dann doch bis zu einem Jahr zu Ende dann beide Medikamente, also das Trastuzumab und das Pertuzumab? Also das würde man jetzt sicherlich von dem Operationsergebnis ein Stück weit abhängig machen und von der Gesamtrisikosituation. Wenn eine pathologische Komplettremission eingetreten ist, dann könnte es ausreichend sein, bei Niedrigrisikofällen das Trastuzumab alleine weiterzugeben, vollständig bis zu einem Jahr, oder ob man in den Hochrisikosituationen entweder das Pertuzumab mit dazu gibt, oder aber bei denen, wo keine pathohistologische Komplettremission eingetreten ist, auch das TDM1, dafür gibt es eine Zulassung und die Ergebnisse waren extrem positiv gewesen, gerade in dieser Hochrisikosituation, wo der Tumor nicht komplett verschwunden ist. Peter, jetzt haben wir ja auch Triple-Positive, wenn man das mal so nennen will. Ist immer ein bisschen schwierig, aber Patientinnen, die nicht nur HER2-positiv sind, sondern auch Hormonrezeptor-positiv, würden die dann die Antihormontherapie begleitend innerhalb des Jahres bekommen zum Trastuzumab plus minus Pertuzumab? Ja. Die Antwort ist relativ kurz. Selbstverständlich würde man das machen wollen. Wir haben verschiedene Signalwege, die aktiv sind. Dann ist der HER2-Pathway aktiv, der Hormon-Pathway ist aktiv und das würde man gerne beides blockieren wollen. Und dafür gibt es auch die Daten. Kurze Antwort, aber einfache Antwort. Ja, aber wichtige Antwort. Also das ist. Gab es denn sonst noch Neuigkeiten? Nein. Noch eine Frage. Was sind denn die Patientinnen, wo man nicht, bei den HER2-Positiven, wo man nicht vor der Operation die Doppelblockade gibt, sondern erst nach der Operation? Das ist ein Kollektiv, was wir immer häufiger auch sehen. Das sind die Patienten, die relativ kleine Tumore haben, also kleiner als 2 Zentimetern und die nodal negativ sind, also die keinen Lymphknotenbefall haben. In diesem Falle kann man operieren und hinterher dann auch eine wirklich Dose oder eine Therapie-Deeskalation durchführen, indem sie nämlich nur eine Substanz bekommen, nämlich das Paclitaxel in Kombination mit dem Trastuzumab. Da gab es hervorragende Daten dazu. Es gibt aber auch Studien, die momentan noch laufen, die überlegen, ob man eventuell auch eine duale Blockade einsetzen kann oder ob man auch das Ganze mit dem TDM1 kombinieren kann. Dazu laufen noch Studien, da haben wir keine Ergebnisse bislang vorliegen. Führt es denn eurer Erfahrung nach, also jetzt frage ich Peter dann dazu, dass die Patientin vielleicht, wenn sie sich ein bisschen schlau macht im Internet oder so, verunsichert ist, wenn es heißt vorher, dass man eben diese Komplettremission erreichen möchte und dann operiert man und gibt dann erst die Therapie und kann das gar nicht mehr feststellen? Nun, wir haben aus den letzten 20 Jahren gibt es umfangreiche Erfahrungen dazu, wie Brustkrebs behandelt wird, der direkt operiert wird. Das war vor vielen, vielen Jahren immer der Standard gewesen. Die neoadjuvante Therapie ist ja auch in Deutschland sehr etabliert. Deswegen haben wir eher in Deutschland hier eine Sondersituation. Man sollte natürlich festhalten, dass wenn immer möglich, sollte eine neoadjuvante Therapie durchgeführt werden. Das sollte man definitiv nicht aus den Augen verlieren für Patientinnen, die triple-negativ sind und für Patienten, die HER2-positiv sind. Das sollte der Standard bleiben. Aber es ist natürlich kein Problem, sollte es mal andersrum passieren, gibt es selbstverständlich ausreichende Erfahrungen dazu, dass diese Patientinnen auch adäquat behandelt werden. Sonst müsste man ja sagen, dass in anderen Ländern auf diesem Planeten, wo die neoadjuvanten Therapieraten deutlich unter denen liegen von Deutschland, dass dort überall eine schlechte Behandlung stattfindet, was definitiv nicht der Fall ist. Also braucht man sich keine Sorgen zu machen. Trotzdem nicht aus den Augen verlieren. Triple-negativ und HER2-positiv sollten neoadjuvant behandelt werden. Das sollte zumindest angestrebt werden. Vielleicht eine kleine Zukunftsaussicht. Kommen denn neue Therapien vielleicht in absehbarer Zeit oder in Studien jetzt auch in die adjuvante Situation? Nun, da brauchen wir keinen Blick in die Zukunft zu tun. Nach der Leitlinie ist immer vor der Leitlinie, so wie man immer sagt, nach dem Fußballspiel ist vor dem Fußballspiel. Es gab tatsächlich ein Update nach den
AGU State of the Art empfehle, also nach unseren Konferenzen zur Olympiastudie. Die Olympiastudie hatte ihr Gesamtüberleben berichtet, was positiv war. Das Olaparib bei BRCA-Mutierten mit einem hohen Rückfallrisiko, Herz war negativ. Der Einsatz von Olaparib verbessert das Gesamtüberleben. Todesraten werden um ungefähr 30% reduziert. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Fortschritt, dass wir mal wieder in der adjuvanten Situation eine Therapie haben, von der wir wissen, dass das Gesamtüberleben verbessert werden kann. Deswegen heißt es jetzt meiner Meinung nach testen, 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 um die Patienten mit einer Keimbahn-BRCA-Mutation identifizieren zu können, bei denen man jetzt das Gesamtüberleben auch verbessern kann. Deswegen der Blick in die Zukunft ist ein Blick zurück in die Vergangenheit. Vor 2 Wochen wurde das präsentiert. Dann gleich die Frage hinterher, wer müsste denn dann alles getestet werden? Alle Patientinnen? Ja, nun, die Therapie ist in Deutschland noch nicht zugelassen. Das heißt, das sogenannte Label oder der Zulassungstext, den gibt es in Deutschland noch nicht. In der Studie selber sind behandelt worden triple-negative Patientinnen, die direkt operiert worden sind und einen großen Tumor hatten, Patienten, die hormonrezeptorpositiv sind und viele befallene Lymphknoten hatten und Patientinnen triple-negativ, die nach einer neoadjuvanten Chemotherapie der Tumor nicht verschwunden ist und Patientinnen hormonrezeptorpositiv, wo nach einer neoadjuvanten Therapie der Tumor auch nicht verschwunden ist und eine gewisse Risikokonstellation vorlag. Also relativ kompliziert. Wir gehen mal davon aus, dass der Zulassungstext deutlich einfacher sein wird, aber zusammengefasst BRCA-Positive in der Keimbahn mit einem hohen Rückfallrisiko. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Die sollten alle getestet werden. Also auch die, nicht nur die Triple-Negativen, sondern auch die Hormonrezeptor-Positiven. Hormonrezeptor-Positive, ja. Finde ich ganz wichtig. Gibt es denn zurzeit, passt jetzt nicht ganz in das AGO-Thema, aber laufen denn zurzeit Studien auch mit anderen Substanzen in der adjuvanten Situation? Ich denke, unser Blick sollte mal auf das HER2-positive Mammakarzinom nochmal gehen, wenn wir uns da anschauen, was da momentan für Erfolge in der metastasierten Situation mit neuen Substanzen erzielt werden, Stichwort Trastuzumab deruxtecan, dann werden wir sicherlich jetzt diese Substanz relativ schnell auch zunächst noch in Studien, aber wahrscheinlich auch, wenn die Studien positiv sind, auch in der adjuvanten, neoadjuvanten Situation erwarten. Also die Ergebnisse waren extrem vielversprechend gewesen und so dass ich glaube, dass diese Substanz sicherlich bald auch in der adjuvanten, neoadjuvanten Situation zu sehen sein wird. Das heißt, als Patientin sollte man auch aktiv vielleicht nach einer Studie fragen? Unbedingt. Die Studienteilnahme ermöglicht einem immer die Chance, an neue Medikamente heranzukommen und was wir momentan halt in den Studien sehen, ist, dass wir ganz, ganz viele positive Studienergebnisse haben. Also Studien, die gezeigt haben, dass diese neuen Medikamente tatsächlich mit einer Verbesserung der Prognose einhergehen. Und insofern kann man jeder Patientin immer nur raten, nach Möglichkeit an einer Studie teilzunehmen. Ja, das sind ja gute Aussichten. Also das klingt ja schon mal sehr positiv. Gab es sonst noch irgendwas, was zu beachten ist? Vielleicht doch noch. Was ist denn mit Patientinnen, die HER2-positiv sind, aber aus welchen Gründen auch immer keine Chemotherapie bekommen können? Vielleicht aufgrund von Vorerkrankungen oder so. Kann man dann Trastuzumab oder sogar die Kombination mit Pertuzumab auch ohne Chemotherapie geben? Gibt es überhaupt Sinn? Also wenn man gezwungen ist, die Therapie alleine durchzuführen, dann muss man sie alleine durchführen. Das ist vollkommen klar. Man sollte sich aber trotzdem wirklich gut überlegen. Bei den Hormonrezeptorpositiven wissen wir, dass natürlich die Antihormontherapie hinzugenommen werden kann zur Anti-HER2-Therapie. Und so wie Trastuzumab entwickelt worden ist, wissen wir, dass es doch einen deutlichen Effektivitätsgewinn gibt durch die Zunahme der Chemotherapie. Das heißt, das Weglassen der Chemotherapie sollte man sich wirklich sehr gut überlegen beim Trastuzumab, weil man wirklich auf einiges an Therapieeffektivität verzichtet.
Selbstverständlich gibt es natürlich Ansätze, wie man sich überlegt, die Chemotherapie loszuwerden, gerade auch bei HER2-positiven Patientinnen. Da sind wir vollkommen auf Linie mit denen, die eine Therapie-Deeskalation betreiben wollen. Aber das ist alles nur in Studienkonzepten zurzeit auf dem Weg und nicht Teil der Praxis. Man sollte sich gut überlegen, Chemotherapie wegzulassen. Wenn es nicht anders geht, dann ist natürlich vollkommen klar, dann geht es nicht. Dann macht man es alleine. Dann Achim, vielleicht noch, es gab ja gerade beim Trastuzumab auch Studien, die kürzere Zeiten der Gabe untersucht haben. Hat das irgendwas am Standard geändert oder bleibt in Deutschland ein Jahr der Standard? Nee, der Standard ist nach wie vor ein Jahr. Das ist das, was in den Studien quasi nochmal rausgekommen ist. Aber was man sicherlich sagen kann, wenn man gezwungen ist, eine kürzere Therapie mit Trastuzumab durchzuführen, dann haben die Patientinnen auch einen erheblichen Benefit davon. Also das bedeutet nicht alles oder gar nichts, sondern tatsächlich ist mit der Therapiedauer verbessert sich dann auch hier die Prognose und die Therapieeffektivität. Und jemand, der ein halbes Jahr lang nur Trastuzumab hatte, in Anführungszeichen, er hat davon auch einen erheblichen Benefit und insofern ist aber nach wie vor zu sagen, dass der Goldstandard ein Jahr lang Trastuzumab ist. Danke. Ja, ich glaube, da haben wir jetzt alles beieinander und ich danke euch vielmals für das Interview. Ich glaube, dass das vielen Patientinnen und vielleicht auch anderen gut helfen kann. Herzlichen Dank. Super. Danke. Vielen Dank und schöne Grüße.